Hallöchen und willkommen zurück zu Risen 3 Titanlords. Ja, der gute Brown ist jetzt auf dem Weg zum Lager, nachdem er hier irgendwie in der Höhle zu den Pilzen gebetet hat und die irgendwie inhaliert hat. Naja, zu viel dran geschnüffelt, zu viel geraucht, was auch immer. Ja. So, den haben wir jetzt befreit. Jetzt haben wir hier den, hups, soll gerade mal hier darstellen. Den Bereich im Hafen unten so gemacht, da fehlt uns noch eine Kiste im Lagerhaus, die wir noch nicht öffnen konnten. Hier so den Bereich habe ich jetzt auch schon gemacht, hier direkt zum Lager und hier oben den auch. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir... Moment, mal ganz kurz schauen. Na, ich würde sagen, ich gehe direkt mal ins Lager der Magier und erforsche dann von dort aus weiter die Gegend. Hallo, kleines Gürteltier. Oh, hinein in die gute Stube. Oh, dann haben wir hier Talbot, Tokel, Paula. Hallo Paula. Ich würde sagen, ich schaue mich erstmal so ein bisschen in der Gegend um. Mal gucken, was ich also einsammeln kann. Sozialistisch umlagern sozusagen. Was? Lautes Gürteltier. Ah ja. Ist besonders laut. Man hört's ja. Versteht man quasi sein eigenes Wort nicht mehr. Was haben wir denn jetzt hier auf der Karte? Vielleicht. Nein, immer die falsche Taste. Vielleicht hier hinten mal einfach raus aus dem Gebäude oder durchs Gebäude durch. Naja, scheint man tatsächlich auch ein bisschen was mitnehmen zu können, ohne dass jemand dran stört. Hey, Atto, Atto! Oder auch nicht. Er hat es ja Gott sei Dank nicht... Er gesehen hat das schon, aber er hat mir zumindest jetzt nicht gerade auf die Glocke gehauen. Hab ich das alles genommen, oder? Ja, habe ich. Nur will ich hier Abbas... Was machst denn du da? Was machst denn du da? Ich? Ich schaue mich nochmal um. Kurz und so, ne? Ist ja auch ein total tolles Bild. Würde ich mir gerade in die Wohnung hängen. Irgendwie so... Ja. Die Gegensätze werden da gut dargestellt. Das blühende Leben und der Tod. So, dann gehen wir einfach mal hier hoch. So, mit den Gnomen sprechen wir später. Erstmal würde ich natürlich gerne hier mal hinten noch durch das Gebäude durch, wobei ich allerdings nicht weiß, ob ich da überhaupt durchkomme, so ohne weiteres. Obwohl es ja eigentlich auf der Karte so aussieht, dass man da durchlaufen kann. Oder zumindest außenrum oder wie auch immer. Na, jedenfalls in den kleinen Bereich hier unten. Oh, hier haben wir noch eine Stanleys Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Rohstahl. Ich habe schon mal Rohstahl gefunden vorher. Kommt mir so überhaupt gar nicht bekannt vor. So, dann geht's einmal hier runter. Na, sieht ja gar nicht so ungefährlich aus hier unten. Also wenn man da runter möchte. Deswegen heben wir uns das mal ganz kurz auf. Ich schaue erstmal hier hoch. Ah, hier hat man einen schönen Ausblick auf den Hafen. Ja, sehr schön. Ja, das Schiff da hinten hätte ich gern noch als Verstärkung für meine Flotte. Denn der Kampf gegen Sebastianos oder gegen den Piratenkapitän, den Geisterkapitän,
wird sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Jetzt hier gibt es nichts weiter. Unglaublich. Ist eine Frechheit. Mal ganz kurz schauen. Kommt man denn da hin? Also außer hier direkt vom Berg runterspringen. Da habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf, hier mal runter zu hüpfen. Ich meine, es würde gehen. Aber ich glaube nicht, dass es so der richtige Weg ist. Ich speichere mal kurz ab. Na, hier kommt man auf alle Fälle nicht wieder hoch. Nee, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. So, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. So, aber bevor wir jetzt hier neu laden, teleportiere ich mich einfach mal hier nach vorne. Ist ja in etwa genauso gut. Ist doch immer das Gleiche mit den Männern. Man ruft zum Essen und sie kommen nicht. Und nochmal vielen Dank für alles. Ist was? Ich arbeite. Für mich sah es so aus, als stehst du nur so rum. Ich stehe nur rum? Ich sorge dafür, dass jeder dort ist, wo er hingehört. Ohne mich würde der Laden hier gar nicht laufen. Okay. Und jetzt erzählst du mir, wer hier wirklich das Sagen hat. Du meinst General Magnus, nehme ich an. Der steht meistens drüben auf dem Platz vor der großen Halle der Magier. Alles klar. Weitermachen. Ja, ich habe noch zu tun. Ja, sieht wirklich so aus, ob er einfach nur rumsteht. So, Paula. Hallo, Paula. Oh mein Gott. Du verschmutzt den ganzen Boden. Ja, oh mein Gott. Ich war's nicht. Kein Problem, ich habe ganz saubere Schuhe. Ha, von wegen. Ihr Männer habt nie saubere Schuhe. Ich hab's Talbot schon so oft gesagt. Mir ist es egal, wie andere Häuser hier aussehen. Aber wenn jemand mein Haus betritt, bleiben die Schuhe draußen. Warum hast du so ein Problem mit Dreck? Warum? Wegen dem Ungeziefer natürlich. Wir haben hier sowieso schon die Ratten im Haus. Dauernd hört man es Schaben und Kratzen hinterm Haus. Das Geräusch macht mich noch wahnsinnig. Und Talbot, der verdammte Faulpelz, meint, das wäre normal. Lass mich raten. Das extra laute Murmeltier. Ich könnte mal nachschauen, wenn du willst. Wenn du rausfindest, was es ist, wäre ich dir sehr dankbar. Ich werde mal schauen, ob ich nicht auch eine kleine Belohnung für dich habe. Was macht Talbot so? Ein Nichtsnutz, das ist er und mehr nicht. Hängt den ganzen Tag nur draußen herum, anstatt mir mal im Haus zu helfen. Das ist ja nicht zu fassen. Was? Ich habe mir nur einen rohen Fisch genommen. Den brauche ich für das Gürteltier. So, ich will das aber ehrlich gesagt nicht töten, aber... Naja. Okay. Das Problem wäre zumindest gelöst. Ich habe die Quelle des Lärms beseitigt. Tatsächlich? Ja. Es ist alles ruhig. Was war's? Ein Gürteltier, das hinter dem Haus gewohnt hat. Ha! Ich wusste, dass es Ungeziefer ist. Talbot wird was zu hören bekommen. Hier, nimm das als Belohnung. 50 Gold, da hat sie ja mal richtig viel Mühe gegeben, mich zu belohnen. So, mal ganz kurz einen Schluck aus dem Fass nehmen. Oder, dass ich aus meinem Äffchen durch kann. Na los, Walter deines Amtes, kleines Äffchen, kleiner Flohzirkus. Na, kleiner? Was? Raus her! Ja, ist ja gut. Geh ja schon. Sieh zu, dass du Land gewinnst! Okay, gut, man kommt also auch von vorne rein. Brauche ich also nicht mit dem Äffchen hier durchschleichen. Zumal es ja nicht funktioniert hat. Homies alle verrückt. Ja, einige ganz sicher. Hallo, Kleiner. Palulpo de Paganupsi. Ja, was auch immer. Ne? Du nix verstehen? Gut.
Ich nämlich nix, Monolithstein. Alle weg. Nix mehr Kasim habe Stein. Du nix hauen, Kumpognom? Ja, ja, schon gut. Ich verstehe schon. Du hast die Steine nicht mehr, schon klar. Jip, jip. Monolithenstein? Ich sollte dem verantwortlichen Magier von dem kleinen Kerl hier erzählen. Kannst du mir jetzt auch noch erzählen, von welchen Steinen du sprichst? Steine? Ich doch sage, Kasim nix Steine. Schon gut. Ist mir ja eigentlich auch egal. Jip, jip. Sehr ominös. Naja, wir sprechen mal noch mit Abbas hier hinten. Ein neuer Homie im Lager. Abbas kennt sie alle. Erinnert sich noch gut an die Zeit, als es hier nur Wiesen und Bäume gab. Deine Geschichten interessieren mich nicht. Homie in Hektik? Vielleicht änderst du deine Meinung später. Wenn Homie Gold hat, kann Abbas Dingi verkaufen oder Geschichten erzählen. Was ist deine Aufgabe hier? Abbas ist ältester der Gnome. Achtet auf sie und sammelt Glitzersteine für Magier. Leider hat Abbas Lami verloren. Er war fleißigster Gnome von allen. Ich werde nach Lami Ausschau halten. Famo, Humi. Luki, Luki. Erzähl mir was. Erzähl mir etwas über euch Gnome. Wir sammeln Dingi auf jeder Isla, auf jeder Insel. Sind immer auf der Suche nach dem schönsten Dingi überhaupt, dem Aurikulki. Warum? Jeder Gnu braucht am Ende sein Aurikulki, um mit Ehre von dieser Welt zu gehen. Das ist unsere Bestimmung, ja. Wer hat hier was zu sagen? Magnus ist wichtiger, Homie. Sagt allen anderen, was sie tun sollen. Größter Magier ist Zacharias. Aber er ist immer beschäftigt. Leichter zu reden mit anderen Magier. Wenn du willst lernen, geh zu Stanley, Gordon und Hartwig. Und ja, Roderich macht leckere Suppe. Der spricht ja für den Gnomen ganz ausgezeichnet meine Sprache. Was hat es mit den Kristallen auf sich? Jimpomi. Magier wollen Glitzersteine aus Kawa, aus den Minen. Gnu helfen dabei. Hier auf Kristallinsel, es gibt viele Kawas. Und weil wir viele Gnu, wir bringen viele Glitzersteine. Die Humis auch brauchen für Bau von große Steinkreis unter Brücke. Was kannst du verkaufen? Cookie-Lookie. Ja, Cookie-Lookie. Dann schau mal, ob er irgendwas Brauchbares für uns hat. Naja, offensichtlich nicht. Naja gut, das macht erstmal nichts. Wir können ja sicherlich später nochmal wiederkommen und hier ein bisschen Handel treiben. Irgendwas verticken oder sowas. Mal ganz kurz auf die Karte schauen. Dann, wer ist er denn? Du bist... Moment! Magnus. Wo wollen wir denn hin? Zivilisten haben hier nichts verloren. Wer hat dich hier reingelassen? Ich bin Abgesandter aus Kalador. Aha. Ein Dämonenjäger also. Das hat uns hier gerade noch gefehlt. Ich bin hier, um mit den Magiern zu sprechen. Das ist mir völlig egal. Hier habe ich die Verantwortung. Also sprichst du erst einmal mit mir. Das ist mir völlig egal. Was will jemand wie du wirklich hier auf Taranis? Wir stehen auf derselben Seite. So, so. Und das soll ich dir glauben? Komm schon. Ich habe für den Unsinn keine Zeit. Ich will die Schatten bekämpfen und brauche dazu eure Hilfe. Du willst mit uns gegen die Schatten kämpfen, sagst du? Na schön. Dann überzeuge mich. Wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle Zeit verschwenden? Oh, ist ja wie bei einem Bewerbungsgespräch. Warum ausgerechnet ich? Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Wieder dieser Horas. Der Bengel bringt sich ständig in Schwierigkeiten. Gut, du hast ihn gerettet. Aber ich fürchte, das überzeugt mich noch nicht. Ich habe einem Wächter namens Ramon auf Antigua geholfen. Na schön. Das kann sein, ist aber für mich jetzt schwer zu prüfen. Da musst du schon etwas Besseres vorbringen, Fremder. Ich biete euch Wächtern meine Hilfe an. Nehmt sie oder lasst es. Nein. Ich müsste dich auch noch beaufsichtigen und ich kann nicht alles gleichzeitig. Hier im Lager habe ich schon alle Hände voll zu tun. Und dann wären da noch die Minen. Solange ich keinen Rapport über den Zustand meiner Minen habe, habe ich keine Zeit für weitere Dinge.
Was unternehmt ihr gegen die Schatten hier auf Taranis? Ich weiß, dass sie schon jetzt angefangen haben, die Insel zu erobern. Aber ich habe zu wenig Männer, um mich darum zu kümmern. Einer dieser Schattenlords hat nicht weit von hier sein Lager aufgeschlagen. Ein Schattenlord hier auf Taranis? Wo ist er? Er ist über den Seeweg im Westen der Insel gekommen. Dort, wo sich die Sonne verdunkelt und die Umgebung um dich herum mehr tot als lebendig aussieht, beginnt sein Herrschaftsgebiet. Also sei vorsichtig und komm ihm besser nicht zu nah. Wer ist der mächtigste Magier hier? Das ist der Schirmherr dieser Kolonie, der ehrenwerte Magier Zacharias. Okay, wo finde ich diesen Mann? Er ist mit seinen Forschungen beschäftigt und darf nicht gestört werden. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Meister Erasmus. Er ist die meiste Zeit in den oberen Stockwerken der großen Halle zu finden. Heißt das, ich darf mit den Magiern in der großen Halle sprechen? Wenn du mich so fragst... Nein, besser du bleibst hier draußen. Die Magier in der großen Halle hatten in den letzten Tagen schon genug Ablenkung. War ja klar. Ja, natürlich, klar. Ich kann mich um deine Minen kümmern. Kommt nicht in Frage. Ich habe schon meine Männer mit der Aufgabe betraut. Und wie ist der Stand? Ich warte immer noch auf den Bericht. Seit Tagen. Ah ja. Klingt so, als hättest du alles im Griff. Na schön. Du hast gewonnen. Du kriegst den Job. Geh in die Minen und sieh nach, was zum Teufel da los ist. Aber wehe dir, wenn ich das bereuen muss. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Wie viele Minen gibt es hier auf Taranis? Die Kristallvorkommen auf dieser Insel sind ziemlich weiträumig verteilt. Ich vermute, man müsste insgesamt 4 Minen erschließen können. Den Eingang einer der Minen findest du direkt hinterm Lagerhaus unserer Siedlung hier. Eine Mine ist unweit von hier im Norden der Insel. Eine weitere ist ungefähr in der nördlichen Mitte der Insel. Und noch eine soll irgendwo in der Nähe des Hafens im Süden sein. Sicher bin ich allerdings nicht. Bisher haben wir nur die ersten 3 sicher gefunden. Was genau brauchst du von den Minen? Ich brauche einen Bericht von dem Verantwortlichen der jeweiligen Mine. Die Magier liegen mir schon seit Tagen damit in den Ohren. Sie warten auf ihre Kristalllieferungen. Also tu mir einen Gefallen und bau keinen Mist, klar? Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Aha. Wo genau? In der Nähe des Hafens. Sie war voller Kobolde, doch jetzt nicht mehr. Ah, das ist großartig. Ich wusste, da unten ist noch etwas zu holen. Gut gemacht. Dann geh sofort zu Gadi, einem Gnom am Hafen, und erzähl ihm von der neuen Mine. Er soll die Mine in Beschlag nehmen. Je schneller, desto besser. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Gadi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Oh, das ging jetzt aber schnell. Gut gemacht. Das wird uns bei unserer Sache immens weiterhelfen. Euer Schiff da draußen, fährt das auch mal aus? Auf dem Meer ist gerade die Hölle los. Dann ist es besser, dass es da bleibt, wo es jetzt ist. Komm schon, lass mich in die große Halle der Magier. Ich versuche auch keinen Ärger zu machen. Na schön. Du hast ja immerhin schon einiges für uns getan. Gut, geh zu ihnen. Aber halte sie nicht zu sehr von der Arbeit ab. Alles klar. Kann ich etwas von dir lernen? Du bist kein Wächter, also darf ich dich nichts lehren. Ich werde dir keine Dinge beibringen, die uns Wächtern vorbehalten sind, aber ich denke, ein bisschen kämpfen lehren kann ich dich trotzdem. Wenn du etwas Bestimmtes wissen möchtest, frag mich einfach. Umsonst mache ich das allerdings nicht. Ja, komm. Ich muss mich jetzt um mein Lager kümmern. Hey, ich wollte gerade bei dir lernen, du Horst. Na gut, nachdem uns Magnus jetzt hier einen Knopf an die Backe genagelt hat, mache ich erstmal eine ganz kleine Pause, bevor ich jetzt hier weiter rumschaue und die Minen erforsche etc. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Likes, für Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3 Titan Lords. Bis dann, einen schönen Tag und wir sehen uns.